Werden Godzilla und Kong in Godzilla Kong The New Empire sterben? Das ist eine Theorie, die jetzt relativ frisch erschienen ist und die beruht auf den beiden TV-Spots, die wir auch schon mal hier auf dem Kanal besprochen haben, wo diese Actionfigur vorgestellt wurden. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich nochmal ein bisschen mehr auf die Thematik Zuko und Doug eingehen möchte, die ja immer schön als Duo gezeigt werden auf bestimmten Plakaten oder eben auch als Spielfiguren. Und wir reden jetzt mal darüber, wie diese beiden die Theorie weiterhin anfeuern, dass Godzilla und Kong möglicherweise schon sehr bald aus dem gesamten Monsterverse rausgenommen werden. Viel Spaß mit dem Video. Okay, wir fangen vielleicht erstmal ganz von vorne an. Warum sollte es denn wirklich so weit kommen? Also ein Godzilla und ein Kong aus einem Monsterverse-Franchise rauszunehmen, welches ja auf Godzilla und Kong oder eben auf Kaiju basiert, wäre ja irgendwie eine blöde Idee, ne? Ist auch sehr weit hergeholt, mag man meinen. Allerdings ist es schon richtig, dass Warner Brothers aktuell sehr stark damit beschäftigt ist, immer mehr eigene Kaijus zu kreieren. Das heißt, das sehen wir an Kong Skull Island. Auch hier hatten wir die Skullcrawler. Wir hatten die Mutos aus Godzilla 1. Wir haben in der Animations-Netflix-Serie, die ich nebenbei gesagt keinem empfehlen kann, haben wir auch sehr viele Kaiju, die man ebenso nicht von Toho kennt. Und ein paar von euch sagen immer wieder, ja gut, wir hatten aber auch Ghidorah, wir hatten ja Rodan, wir hatten alles Mögliche, die es auch wirklich bei Toho gegeben hat. Das ist richtig, allerdings ist es so, dass seit Godzilla vs. Kong vorbei ist, ab diesem Moment hat man angefangen, dieses Monsterverse-Ding wirklich komplett umzusetzen. Noch dazu ist auch jetzt aktuell wieder Toho aktiv mit dabei, eine eigene Reihe, eine eigene Ära zu erschaffen, die mit Godzilla Minus One begonnen hat. Ja, Godzilla Minus One soll eine Fortsetzung bekommen und da wurde auch schon mal drüber gesprochen, wie es jetzt ungefähr weitergehen wird mit Toho selber. Das Video habe ich dir mal da oben verlinkt, das kannst du gerne mal nachholen, wenn du es noch nicht gesehen hast. Deswegen kann man nicht sagen, okay, es gab damals ja auch schon Ghidorah, es gab damals ja aber auch schon Rodan und Mothra. Das stimmt natürlich vollkommen und das wird auch weiterhin Teil des Monsterverse bleiben. Allerdings ist es doch sehr auffällig, dass nach Godzilla vs. Kong wirklich sehr, sehr viele neue Kaiju eingeführt werden. Wir hätten keinen Shimo bekommen müssen, wenn wir auch einfach einen Space Godzilla hätten einführen können. Ich bin immer noch dafür, dass Space Godzilla einfach Sinn gemacht hätte, weil wir ja wissen, dass Ghidorah aus dem All kommt. Das wurde auch im Monsterverse schon erklärt. Das heißt, es würde auch hier einfach eine logische Konsequenz sein, dass man damit irgendwie wieder weitermacht. Stattdessen aber erfinden sie einmal einen Shimo und auch einen Scar King und einen Zuko. Das sind alles neu erfundene Figuren, die abseits von Toho erschaffen wurden. Und ich habe da schon mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass ein Vertrag zwischen Toho und Warner läuft, der Warner zwar erlaubt, diese Figuren zu benutzen, der allerdings aus Kostengründen immer mehr Probleme mit sich trägt. Zum Beispiel hatten wir in Godzilla vs. Kong bereits sehr wenig Godzilla mit im Film gehabt. Auch jetzt hier bei Godzilla Kong The New Empire gab es ja bereits erste Test-Screenings, wo die Leute, die diese Test-Screenings gesehen haben, bestätigt haben, ja, Godzilla Kong The New Empire wird eine sehr starke Kong-Story werden. Sie nehmen Godzilla hier einfach sehr, sehr stark raus, was die Theorie nochmal ein bisschen stützt, dass möglicherweise Toho die Rechte nach Screentime bezahlt bekommt. Also je länger Godzilla in einem Film ist, desto teurer wird die ganze Nummer auch. Möglicherweise ist das nicht so. Ich will es dir ganz kurz nochmal sagen. Es gab noch keine offiziellen Aussagen dazu. Es ist vielleicht auch ganz anders. Aber es fällt eben auf, dass Godzilla immer weniger zu sehen ist und dass eben auch immer mehr neue Kaiju hinzugedichtet werden, obwohl wir ja wirklich ein riesiges Spektrum haben an Kaiju, das man eigentlich benutzen könnte. Jetzt haben wir allerdings Zuko eingeführt bekommen und ja, man kann es nicht deutlicher machen. Zuko wird sogar im Trailer zu Godzilla Kong The New Empire als ein Mini-Kong betitelt. Dass dieser Zuko letztendlich der Son of Kong wird, ist immer wahrscheinlicher. Und jetzt nochmal Achtung, Spoiler, wir haben es in einem Video hier vorher schon mal besprochen gehabt, wo wir über die ganzen TV-Spots geredet haben. Zuko wird sich, das wurde jetzt schon offiziell gespoilert, warum auch immer, wird sich mit Godzilla und Kong gemeinsam gegen Scar King wenden. Das heißt, er ist auf der Seite von Godzilla und Kong. Das unterstreicht nochmal die Theorie, dass ein Zuko der neue Son of Kong werden wird. Das heißt, hiermit könnte man im Endeffekt auch schon Kong aus der Gleichung rausnehmen, denn nun haben wir unsere eigene Kreatur, unseren eigenen Affen, unseren eigenen Mini-Kong, der dann aber aus diesem Rechteverhältnis rausfallen würde. Und jetzt haben wir die ersten Theorien, dass das Ganze auch mit Godzilla passieren könnte. Viele von euch gehen davon aus, dass wir Doug jetzt im Film wiedersehen, weil Doug einfach so ein Fanliebling gewesen ist. Der war ja
in Godzilla vs. Kong nur mal ganz kurz zu sehen. Und hat sich dann aber zu so einem richtigen Fanliebling weiterentwickelt. Jetzt wird Doug auch hier wieder eine neue Rolle bekommen. Und laut ersten Aussagen von Test-Screening-Besucher ist Dougs Rolle im Film wesentlich mehr als eben einfach nur ein kurzer Clip. Die Rolle von Doug soll in Godzilla Kong The New Empire größer ausfallen als die in Godzilla vs. Kong. Noch dazu werden Doug und Zuko, das wurde ebenfalls schon bestätigt, irgendwie eine Verbindung miteinander haben, zumindest werden die beiden wohl immer wieder mal im Duo auftreten. Auch das wissen wir im Endeffekt schon, da wir ja verschiedene Spielzeugsets haben oder auch hier und da einzelne Poster hatten und Clips haben, die immer Doug und Zuko quasi als Duo vorstellen. Die Theorie besagt nun also, dass wir, vielleicht noch nicht in diesem Film, aber im kommenden Film spätestens, ein Ende von Godzilla und Kong miterleben werden. Vielleicht auch einfach durch einen Zeitsprung, dass dann die beiden Kaiju wirklich einfach nicht mehr da sind, aus alterstechnischen Gründen. Und auch wenn Godzilla schon tausende von Jahren alt ist, trotz allem ist auch er irgendwann an einem Alter angekommen, wo es dann eben nicht mehr weitergeht. Und dass dann Kong und Godzilla ersetzt werden durch Zuko und Doug. Achso, ja, Doug ist übrigens tatsächlich ein Vorfahre der Godzilla-Spezies. Das wurde übrigens auch offiziell bestätigt. Also es sind schon so Indizien, wo ich mir denke, okay, warum sollte man jetzt hier wirklich noch einen zweiten Godzilla einbauen? Oder noch einen zweiten Kong? Ich meine, könnt ihr euch einen Film vorstellen, wo wir jetzt wirklich Kong und Zuko haben, die beide erwachsen sind und auch Godzilla und Doug, die beide erwachsen sind? Das wäre einfach zu viel vom selben. Ich finde, sollte das wirklich stimmen, dass Toho und Warner da irgendwie vertraglich miteinander verbunden sind und dass das Ganze einfach zu teuer werden würde für Warner selber, dann wäre es schon ein genialer Schachzug, das Ganze so aufzulösen. Für die Fans möglicherweise nicht ganz so geil, aber rein vom Gedankengang her würde es einfach Sinn ergeben. Denn wir hätten eben weiterhin unsere Riesenechse, die jetzt aber einfach Doug heißen würde. Das wäre schon extrem kacke. Zuko vs. Doug, das wäre schon wirklich komisch. Aber trotz allem hätten wir jetzt ja dann wieder unsere neuen Riesenaffen und unseren neuen Riesen-Godzilla-Kaiju. Die beiden würden dann logischerweise auch im Erwachsenenalter vom Design her ein bisschen anders aussehen. Und dann hätten wir eben dann Figuren wie, wenn er überleben sollte, einen Scar King, wir hätten einen Shimo, wir hätten Skullcrawler, wir hätten dieses ganze neue Sortiment an neuen Kaidus, das sich das Monsterverse nun selber aufgebaut hat. Wir müssten also jetzt auch nicht mehr auf Toho-Figuren zurückgreifen. Und jetzt tut mir einen Gefallen, jetzt schnauft ihr erstmal ganz tief ein und wieder aus. Und jetzt schickt ihr mir eure Kommentare mal unten in den Kommentarbereich rein. Was haltet ihr von dieser Theorie? Und noch viel wichtiger, was würdet ihr davon halten, wenn es wirklich so kommen sollte? Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.